Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Keimsen Farm im LS22. Wir machen uns jetzt mit dem John Deere erstmal auf dem Weg zu unserem Rübenruder. Beim letzten Mal haben wir ja den Ruder mit dem Schneidwerk bzw. Schneidwerkswagen zum Feld gequetscht. Passt nicht überall durch. Kann ich jetzt mit Sicherheit sagen. Wir hatten ein, zwei Stellen, da war es sehr knapp. Dann hatten wir ein, zwei Stellen, da musste ich ihn so durchkämpfen. Und dann hatten wir ein, zwei Stellen, wo wir mit Gewalt durch mussten. Sagen wir es mal so. Und jetzt werden Rüben gerodet. Jede Menge, genau. Stoppenkurs hatte ich noch nicht. Nee, hatte ich noch nicht. Dann fahren wir doch noch mal Ruder. Ich hoffe auch, die Sounds sind jetzt besser eingestellt. Beziehungsweise ich habe dran rumgestellt, dass ich besser zu hören bin und die Maschinen ein bisschen leiser gestellt. Wenn ich immer noch schlecht zu hören sein sollte, oder die Maschinen nicht zu hören sind, schreibt's gerne rein. Aber ich denke, ich hoffe, glaube, das sollte jetzt passen. So. Ich weiß gar nicht, ob wir einmal rumkommen. Ich sehe aber auch die 43%. Also ich glaube nicht, dass wir einmal rumkommen. Na, mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, was machen wir mit den Zuckerrüben? Ich hatte mir schon überlegt, dass wir die Zuckerrüben ja häckseln können und dann ab in die Biogasanlage. Dafür müssten wir erstmal eine neue Fabrik kaufen. Beziehungsweise bauen. So. Ich sehe gar nichts. Jawohl. Der Zaun des Grauens. Machen wir einfach mal auf, ne? Umso besser können wir rangieren. Nein, der geht nochmal zur falschen Seite auf. Ja, jetzt bin ich gespannt. Nein. Ich werde mich gleich wieder festfahren. Das weiß ich jetzt schon. Nee, doch nicht. Ui, Schwein gehabt. Eigentlich wollte ich bloß einmal rumfahren. Also selber mit dem Ruder. Ich bin echt gespannt, wie weit wir kommen, weil wir müssen den eh gleich leer machen. Ich könnte sogar wetten, kurz vor der Feldeinfahrt ist der voll. Und dann stehen wir hier. Ja, und dann mache ich wirklich einen Kurs, weil dann ist das echt Fahrerei. Die ganzen Zuckerrüben hin und her zu fahren. Vorher bauen wir aber gleich noch die Fabrik. Die Zeit nehmen wir uns. Aber erstmal möchte ich noch ein bisschen Ruder fahren. Das klappt. Bin ich glücklich und zufrieden. Das klappt doch alles. Ja, jetzt haben wir schon 85% und wie, so wie ich gesagt habe, wir sind garantiert vor der Feldeinfahrt voll.
Drüben möchte ich jetzt aber auch nicht kaputt fahren. Nehmen wir mal nur das halbe Schneidwerk mit. Eine halbe Bahn. Ja, auch das wird nicht viel bringen. Denn hier ist der Boden relativ uneben. Stimmt, hier bin ich schon mal reingefahren, ne? Entweder war das Spritzen oder war das Düngen. Weiß ich nicht mehr, aber ich werde da gleich wahrscheinlich eh noch mal reinfahren müssen. Denn wir sind gleich voll. Oder durch die Zuckerrüben fahren müssen. Na, ja. Das Rohr raus. Jetzt bin ich gespannt, wie ich hier mit dem riesen Anhänger reinkomme und vor allen Dingen auch wieder rauskomme. Klappt das so, wenn ich wirklich durch der keine Kollision? Dann könnte ich die Kurve hier weiternehmen. Ah, oh, hätte ich mit dem Ruder auch hier reinfahren können. Ah, ja, egal, fahren wir ein paar Rüben platt. Und er lädt über. Perfekt. Dann können wir doch mal in der kurzen Zeit, wo er überlädt, mal einen Kurs erstellen. Dann machst du mir 15, 15, 20. Machst du mir 6 Vorgewinne. Ich weiß, ist für manche jetzt gerade ein bisschen viel. Ich möchte aber, dass er anständig drehen kann. Und dann fährst du los. Gibst dein Bestes, fährst dich nicht fest. Im Anhänger ist noch Platz. Wunderbar, dann springen wir mal zur Biogas. Die habe ich hier. Ja, ich will die doch nur be gut besuchen. Haben wir den schon platziert? Mann, oh Mann, oh Mann, den haben wir schon platziert. Das ist ja cool. Den haben wir schon platziert. Haha, cool. Wusste ich gar nicht mehr. Dann können wir jetzt aber mal gucken, wie wir hier wieder rauskommen. Dann würde ich nämlich die erste Ladung schon wegbringen wollen. Ohne wieder allzu viel kaputt zu fahren. So. Wie schön, dass das keine Kollision hat. So, auf. Der Rübentransport ist unterwegs. Wo muss ich überhaupt hin? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Rechts hätte ich gemusst. Krieg ich das noch hin? Ja, kriege ich hin. Gut, zu früh gesagt. Sieht jetzt gerade ein bisschen unfein aus, aber klappt, hoffe ich. Kämpfe. Kämpfe, lieber John Deere, kämpfe. Ja, einmal die Neigung, dann kommt noch das Gewicht von den Rüben. Und jetzt haben wir den Salat. Mit Schwung würde das garantiert ein bisschen anders aussehen.
Wie gut, dass wir die erste Bahn selber gerodet haben. So ist der Ruder nicht allzu schnell voll. Beim nächsten Mal müssen wir uns ein bisschen mehr beeilen. Muss ich mir einen LKW mieten oder wie ist das? Ich brauche einen zum Schieben. Wer schiebt denn mal? Ich muss echt dran denken, dass ich hier mit Schwung hoch muss. Ansonsten quäle ich mich hier nochmal hoch. Wäre jetzt natürlich auch lustig, da ich den Weg absolut gerade, ne, nicht mehr weiß und mir auch nicht mehr in den Sinn kommen möchte. Wenn ich jetzt falsch gefahren wäre, jetzt quäle ich mich hier hoch. Und da bin ich auch noch falsch. Aber ich glaube nicht. Yay, wir gewinnen an Geschwindigkeit. Das Tor hat auf jeden Fall Kollision, das weiß ich noch. So einen schönen großen Bogen, den dürfte da auch rumkommen. Jetzt klappt. Wie gut, dass der Motor noch nicht hochgegangen ist. Ich überlege gerade, was unser leistungsstärkster Faktor ist. Sollten wir auf jeden Fall gleich mal nachschauen. Damit wir uns dann nicht immer so den Berg hochquälen müssen. Wäre ja cool, wenn wir den Cirion noch behalten hätten, ne? Der müsste es ja eigentlich an Sutsche schaffen. So. Wir sind angekommen. Die Quälereien haben ein Ende. Die BGA ist auch immer noch voll, ne? Glaube ich. Ich würde gerne abladen. Ah, ja, wenn man den Punkt verpeilt, dann kann man auch nicht abladen. Ich schlafe noch. Es ist nicht mein Tag. Dann komme ich da auch nicht mal ran. Sag jetzt nicht, ich habe mich festgefahren. Ist das nicht der? Nee. Gibt doch nicht. So, wir drehen noch mal um. Dann wird der Arbeitstag ja umso schöner heute, ne? Ist das denn die Möglichkeit? So, jetzt aber. Besten Dank. Einmal abladen, was macht der Ruder? Er ist jetzt in der zweiten Bahn und jetzt sollten wir uns auch so langsam mal beeilen. Was ist unser stärkster Traktor? Die sind alle eigentlich ungefähr gleich, ne? Ja. Dann können wir das knicken. Dann können wir uns immer mit dem Johnny hochquälen. Das Gute ist, der Rübenschnitzler hat eine Kapazität von 1 Million Liter. Das sollte ja definitiv ausreichen. Aber ich würde sagen, wir können den auch eben schnell nochmal aktivieren, ne? Bevor ich hier weiter quatsch und so, jetzt läuft er. Genau. So, ich würde sagen, für heute machen wir Feierabend. Beziehungsweise, ne, mit der Keimsten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst euch nicht ärgern. Ich hoffe, ihr startet besser in die Woche als ich gerade.
Ja, ich muss wahrscheinlich erst Kaffee oder keine Ahnung was. Wahrscheinlich erst Kaffee trinken, damit das bei mir klappt. Ich wünsche euch was, lasst euch nicht ärgern. Würde mich freuen, wenn ihr auch in den nächsten Folgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut, lasst euch nicht ärgern.